Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute nehme ich euch mit ins Ayurveda Resort Sonnhof, denn da habe ich eine 10-tägige Kur gemacht. Wie ihr hinter mir gut lesen könnt, es geht mir richtig gut und es geht mir nicht nur richtig gut, weil ich neben der Lisa bin, sondern weil ich die letzten 10 Tage eine ganz spezielle Kur gemacht habe. Und was für eine Kur habe ich denn gemacht? Ja, also Markus, du hast die Panchakarma-Kur bei uns gemacht und das ist eine Kur, wo du wirklich deinen Geist, deinen Körper und deine Seele reinigst und ja, wie man sieht, spürt man schon richtig und du strahlst auch schon. Und wie es mir gegangen ist die letzten 10 Tage, das zeige ich euch hier in einem Videotagebuch. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger, aber bleibt dran, denn ich zeige euch nicht nur das Haus, mein Zimmer, sondern auch am Ende des Videos immer mein Fazit. Also das erste ist mal das Ankommen. Es dauert bei den meisten so 1 bis 2 Tage einmal, bis sie sich selber mal wieder spüren und wahrnehmen. Durch das Hektische natürlich vom Tag oder vom Alltag dauert es einfach ein wenig, bis so ja, die Seele ankommt wieder, die Zellen wieder ein bisschen ruhiger sind und natürlich auch der Geist wieder etwas runterfährt. Dann der nächste Step ist so, dass man zum Beispiel eine Konsultation hat, der Arzt sagt einem dann, was man machen sollte, was bis jetzt nicht so gut gegangen ist, was man verändern auch sollte und dann fängt schon so im Kopf ein Umdenken eigentlich an. Dann geht es auch weiter zu den Behandlungen, wo man auch nochmal berührt wird und auch massiert wird, weil auch so einiges im Körper natürlich angestoßen wird und das nächste wäre dann schon die Bewegung. Also durch Yoga oder auch Qigong oder Meditationen wird man wieder etwas mehr zu sich selbst geführt und dadurch kommen so eine oder andere Gedanken rauf, die man sonst vielleicht immer im Alltag etwas verdrängt hat, weil man gar nicht die Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken. Und als guter Letzt ist natürlich die Ernährung sehr, sehr wichtig, wo man dann bewusst darauf hingeführt wird, was einem gut tut, von den Gewürzen her auf jeden Fall auch, weil im Ayurveda sagt man, dass alleine die Gewürze oder durch die Gewürze wird die Medizin ersetzt. Und das ist schon eigentlich ganz ausschlaggebend, weil wir verwenden eigentlich nur Salz und Pfeffer und das war's. Und man könnte so viel mehr. Ich bin hier als Ayurveda-Arzt tätig, so Sie sind hier. Wir arbeiten hier mit Körper, Geist und Seele. So, Sie sind hier, ich muss einfach mit Ihnen sprechen und damit mit diesem Gespräch, mit meiner 8 Diagnose, wir haben 8 Diagnose in Ayurveda, die sind Gesichtsdiagnose, Berührungsdiagnose, Zungediagnose, Pulsdiagnose und Augendiagnose und dann frage ich auch wegen Stuhl und so weiter, die sind auch der Hauptbefragung in Ayurveda. Die Frage soll ich Sie einmal stellen und damit kriege ich eine Information, welche Doshas in Ihrem Körper in Ungleichgewicht sind. Dann kriegen Sie von mir Information, wie Sie Ihr System selbst heilen kann, ohne Medizin und so weiter. So wichtig ist in Ayurveda-Sicht, dass Sie einfach viel, es ist alles individuell. Das ist nichts für jeder Mensch, die gleiche Empfehlungen und so weiter. Und ich muss durch die Pulsdiagnose, durch meine Diagnosen gucken, welche Elemente in Ihrem Körper nichts in Gleichgewicht sind. Dann kriegen Sie von mir die Empfehlungen, zum Beispiel Feuerelement zu stärken oder Wasserelement einfach vom System rauszunehmen. So arbeiten wir mit dem Konzept hier. Ja, auf das Frühstück heute Morgen wurde verzichtet. Es hat die Kur gerade begonnen. Da gibt es so dieses Glee, geklärte Butter oder was das ist. Das ist schon sehr unangenehm einzunehmen. So am nüchternen Magen. Aber so soll es sein. Ist ja auch nicht zum Spaß hier. Dann gab es eine Massage, eine Synchronmassage, also mit 2 Masseuren. Das war super angenehm. War auch meine erste, die ich hatte. Sehr cool. Danach ging es in die Sauna, dann hatte ich mittags ein Gespräch beim Arzt, der hat dann verschiedene Kräuter für mich ausgesucht und nochmal den Massage- oder den Therapieplan angepasst und am Nachmittag ging es dann zum Meersalzpeeling
Und ich habe hier im Pool gewesen. Also ich muss sagen, mir geht's super, obwohl es eigentlich fast nichts zu essen gibt. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich hier mega gechillt bin und auch keinen Stress habe. Mal gucken, wie der Tag morgen wird. So, heute am dritten Tag angekommen. Deutlich entspannter und erholter. Gestern und heute gab es jeweils zwei Massagen und einfach traumhaft zum Abschalten, zum Entspannen, auch zum Entschlacken. Ich fühle mich richtig gut. Das Essen ist zwar super lecker, aber ich muss zugeben, ich würde jetzt alles tun für eine Pizza und irgendwas Süßes, so ein Mars oder so ein Snickers. Also ich bin zwar satt, habe aber absolut keinen Hunger, aber die Lust natürlich auf irgendwas Verbotenes ist da. Ja, morgen geht es dann weiter zum Entgiften. Das wird wohl einer der härtesten Tage sein, dieser Kur. Ich bin sehr gespannt, wie es mir da geht. Aber jetzt am dritten Tag sitze ich gerade noch so nach dem Abendessen ein bisschen in der Sonne. Muss ich zugeben, mir geht es richtig gut, voller Energie. Ich hoffe, das bleibt auch so. So, jetzt bin ich schon am achten Tag angekommen. Vor 2 Tagen hatte ich meinen Abführungstag. Da gab es nur Reissuppe. Ja, das war nicht so schön. Und Rizinusöl, ja. Aber heute, 2 Tage später, so Aufbautage, geht es mir richtig gut. Ich bin so richtig federleicht, ich fühle mich richtig entspannt. Und die ganzen Massagen, die es hier gibt, sind wirklich schön. Essenstechnisch bin ich tatsächlich so ein bisschen an meinem Limit jetzt momentan. Das Thema Gemüsesuppen und vegane Ernährung hat für mich momentan so ein Overload. Also ich muss zugeben, dass ich mich so als absoluter Fleisch- und Steak-Fan ein bisschen schwer tue. Aber ich bin absolut satt, also daran liegt es überhaupt nicht. Es ist einfach nur die Lust nach ein Stück Fleisch. Wie machen das wohl die Veganer? Verstehe ich immer nicht. Finde es ja bewundernswert, also muss sagen, Respekt, Hut ab für jeden, der vegan lebt. Aber irgendwie, jetzt bin ich schon irgendwie am achten Tag und das Essen ist ja auch super lecker und trotzdem fehlt es mir. Wie lange dauert es wohl, dass man keine Lust mehr auf Fleisch hat? Oder bist du ein Veganer und hast immer noch Lust auf Fleisch? Würde mich interessieren. Ja, hier noch 2 Tage, dann geht's nach Hause. Ich bin, ist eigentlich wirklich noch gar nicht nach Hause. Ich fühle mich hier gerade so richtig gechillt. Heute gab es auch so einen Stirnguss. Da wird warmes Öl in fließenden Bewegungen über die Stirn gegossen. Und da bin ich total weggeknickt, also total eingeschlafen. Und auch danach, noch in der Ruhezeit, hat man gemerkt, dass es richtig nachgearbeitet hat. Also sehr, sehr spannend. Dann hatte ich heute auch mein Abschlussgespräch mit dem ayurvedischen Arzt. Das fand ich sehr interessant, da ich schon ein paar Sachen mein Leben lang so gemacht habe, was intuitiv eigentlich richtig war, aber auch ganz viele Sachen, die ich falsch mache. Ich habe jetzt ein paar To-Dos aufgeben bekommen, was ich sozusagen zu Hause machen kann, damit das Ergebnis, was jetzt hier erreicht worden ist, nicht verloren geht. Und es sind so Kleinigkeiten, die eher einfach umzusetzen sind, aber auch so ein paar Sachen, die echt schwer sind. Für mich zum Beispiel nicht zum Essen trinken. Also jeder, der mich irgendwie kennt, privat, weiß, ich trinke super viel beim Essen. Und das ist auch so einer meiner größten Probleme. Und es wird mir auch echt fehlen. Also ich merke das auch hier. Ich soll zum Beispiel eine halbe Stunde vor und eine Stunde nach dem Essen nichts trinken. Das heißt eigentlich 2 Stunden lang nichts trinken. Und das ist schon echt heftig. Also ich bekomme schon Durst, wenn ich es nur erzähle. Aber ich probiere vieles umzusetzen und denke, ich werde ja auch mal einen Vlog darüber machen, wie so die Zeit zu Hause war. So ein bisschen Pause dazwischen, vielleicht im Herbst, ob ich es tatsächlich umsetzen konnte oder nicht. Dass man sagt, okay, nach der Kur hier habe ich es vielleicht geschafft oder auch nicht. Also ich bin selbst gespannt. Ich würde am liebsten selbst in meinem Channel auf das Video klicken, wie ich im Herbst darüber berichten werde. Also bin sehr gespannt und neugierig und habe auch ein bisschen Angst, dass es tatsächlich so wie die eine oder andere Diät ist, die ich schon gemacht habe, die zwar eine Zeit lang funktioniert, aber dann doch mal wieder in die alten Muster zurückfällt. Ich hoffe es nicht, weil es A, für mich auch hier gar keine Diät ist, sondern so ein bisschen neues Lebensmotto. Und ich wünsche mir für mich selbst auch, dass nach Ende der Kur, das für mich so ein Startschuss ist für so ein Reset, dass es tatsächlich ein bisschen anders abgeht. Weil die letzten Jahre war ich ja nur unterwegs und habe auch ständig alles gegessen und mich viel zu wenig bewegt und das Ergebnis ist halt einfach nicht zufriedenstellend, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht ist die Kur so ein Neustart.
Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also abonniert auf jeden Fall den Channel, weil sonst verpasst du es. Und ja, ich gehe jetzt wieder auf mein Zimmer, werde noch ein Buch lesen und wir sehen uns morgen wieder. Wie immer komme ich am Ende meiner Videos ja zu einem Fazit und das ist heute ein ganz spezielles Fazit, denn es geht hier nicht nur ums Haus, sondern allgemein um die Kur. Wie ich hier empfunden habe und auch wie so der Aufenthalt die 10 Tage hier war. Und ich bin total entspannt. Also es ist schwer zu beschreiben, weil ich bin total ruhig und entspannt. Aber ich möchte jetzt auch was tun. Also ich bin momentan voll kreativ und ich habe so das Gefühl, dass meine Batterien absolut aufgeladen sind. Fühle mich mega leicht und klar, die ganze Abführung und das ganze Entschlacken und Entgiften, das tut natürlich richtig gut. Und zum Personal kann ich sagen, also ich habe selten, eigentlich noch nie so einen personenbezogenen Aufenthalt gespürt. Also egal, wo du hingehst, jeder grüßt dich, fragt, wie es dir geht. Man hat das Gefühl, man ist zu Hause und man kümmert sich um einen. Also es ist tatsächlich sehr familiär, aber auch sehr professionell das Ganze gelaufen. Also egal, welche zur Therapie man geht oder auch zum Gespräch oder eben auch die Restaurant-Mitarbeiter, alles tipptopp. Essenstechnisch war es für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich esse gerne, das sieht man mir, glaube ich, auch an und ich genieße es auch gerne. Und wer meine Restaurant-Tests hier auf YouTube verfolgt, weiß auch, dass natürlich meine Leckereien schon das Fleisch auch sind. Also dementsprechend waren die 10 Tage vegane Küche schon eine Herausforderung. Ich muss zugeben, also wenn ich jetzt heute nochmal eine Zucchini kriegen würde, würde ich, glaube ich, laufen, ganz weit weg. Also für mich ist das ganz was Schwieriges gewesen. Es war alles super lecker, also um Gottes Willen, es hat überhaupt nicht gesund geschmeckt, sondern es war alles sehr gut gekocht, sehr gut gewürzt. Aber es fehlt für mich jetzt einfach mal so ein Stückchen Hühnchen oder auch mal ein schönes Ribeye. Also das hat mir gefehlt. Aber für jemanden, ich meine, dafür ist die Kur ja auch da, mal von solchen Sachen mal wegzugehen und mal 10 Tage halt mal gesund zu essen. Und für eine Kur oder für was Gesundheitliches war das Essen Spitzenklasse. Also muss man im Verhältnis sehen, glaube ich. Also ich war jetzt hier nicht da, um einen Wellnessurlaub zu machen, sondern ich war hier da, um die Kur zu machen. Es war für mich eine ganz besondere Erfahrung, einfach auch mal so 10 Tage komplett auf Internet und Telefon und sowas zu verzichten, mal seine eigenen Gedanken sich zu machen über das Thema, vielleicht auch so Zukunftsgedanken, berufliche Gedanken, gerade jetzt auch bei mir, welche Projekte jetzt direkt anstehen, welche man wahrnimmt und welche vielleicht nicht. Und das tut unheimlich gut. Also ich verstehe, dass viele Menschen 2-mal im Jahr so eine Kur machen, weil ich habe so das Gefühl, dass man so richtig mal komplett ausmistet. Also physisch, psychisch mal den Keller aufräumen, wie wir auch zu Hause den Frühjahrs- und Frühjahrsputz machen. Also sowas in der Art ist es hier auch, habe ich das Gefühl. Und das hat mir unheimlich gut getan. Also ich bin unheimlich dankbar, diese Erfahrung machen zu können. Und freue mich auch, dass euch so zeigen zu können. Also es ist tatsächlich was ganz Besonderes. Die Zimmer sind absolut okay, sie sind schön, sie sind gemütlich. Ist sogar ein Fernseher da, man sollte zwar nicht Fernsehen, aber auf das konnte ich jetzt nicht verzichten. Der Spa-Bereich ist einfach schön, es ist alles immer tiptop sauber, es gibt überall was zu trinken, verschiedene Tees, Ingwerwasser, heißes Wasser, dann gibt es oben, also es gibt eigentlich von allem zu viel. Es ist tatsächlich tiptop, es gibt überall was zu lesen, Bücher, Magazine. Es ist auf jeden Fall für jemanden, der jetzt entgiften will, entschlacken will, abnehmen will, vielleicht Burnout hat oder keine Ahnung, einfach unglücklich ist oder einfach auch vielleicht an einem Wendepunkt in seinem Leben steht. Also einfach sagt, hey, bei mir ändert sich jetzt was und bevor sich das jetzt ändert, fahre ich 10 Tage einfach mal hierher. Lass das ganze Alte hinter mir und starte neu durch. Oder auch mit gesundheitlichen Problemen. Ich habe tolle Interviews geführt mit der Lisa. Die gibt es dann später auch auf dem YouTube-Channel vom Sohnhof zu sehen. Das verlinke ich euch auch dann nachher im Abspann. Und das war total spannend zum Thema Akne, Neurodermitis und was da alles für Sachen dranhängen, wenn eben unsere Chakren nicht im Einklang sind oder nicht im Gleichgewicht sind. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, das kannte ich so noch nicht und bin froh, das kennengelernt zu haben. Also ja, also
einfach mal durchlesen. Ich habe einen ganz ausführlichen Blogbericht dazu geschrieben. Den verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso auch hier wie den Sonnenhof. Es gibt im Printmagazin auch ein tolles Interview, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Schaut da einfach mal rein. Wenn Fragen sind, klar, schreibt mir. Ich kann, wenn mehrere Fragen sind, mache ich vielleicht auch ein Video draus, wie es mir so gegangen ist nochmal. Aber ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll, sonst dauert das Video noch 20 Minuten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt sehr lange, ich weiß, aber ich glaube, es gab auch viel zu erzählen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Hier oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und hier verlinke ich euch den YouTube-Kanal vom Sonnenhof. Also schaut da einfach mal rein und lasst euch von Ayurveda begeistern, wie ich mich habe begeistern lassen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.